Servus, Freunde! So, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von GTA Vice City, Freunde. Wir haben jetzt einen Auftrag bekommen, und zwar irgendein Telefonanruf. Und wer ist da noch dabei? Der Firefly LP ist am Start, und ja. Let's go! Genau. Der Dildo Chat! How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What'd I say about the giant shark? I said, no giant shark, all right? Just keep the cameras pointed at the poon tank. Okay, okay. Hey, Tommy, you guys got to try, right? Get those flyers printed up. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. So, hinter dem Studio steht ein altes Wasserflugzeug, das mal als Requisite für einen Indie-Film diente. Na, let's go. Dann gehen wir dorthin, ne? Alter, wie läuft der, Alter? Voll schwul. Warum? Guck mal, wie der läuft. So. Ja, warum heißt das Dildo-Jet? Ja, weil ich mit dem Dildo-Jet hier fliege. Siehst du gleich. Okay, das ist ein bisschen schwer, mit denen irgendwie Anlauf zu bekommen. Der Flyer. Der Fireflyer. So, jetzt komme ich ein bisschen nach oben, okay. So. Wir müssen jetzt Flyer verteilen. Wir haben hier eine Tankanzeige. Das heißt, wenn wir die verbrauchen, dann können wir nicht mehr weiterfliegen. So, ich fliege jetzt mal dorthin ungefähr. Ich fliege am weitesten hin. Ich denke, das wird am besten sein. Ich hab gar keine Ahnung mehr, wie diese Mission richtig ging. Also, wie ich das am besten machen konnte. Weiß ich gar nicht mehr. Die habe ich schon vor ein paar Jahren gespielt noch. Aber ich kenne ja alle Missionen hier, aber nicht so gut. Kennt ihr noch die Videos da, Alter? Dann hat sein Kumpel da gefilmt. Was war das? Was dann? Da war gerade so ein Bild. Ja, das kommt immer, wenn man in eine neue Stadt geht. Ah ja, stimmt, stimmt. War auch bei Liberty City Stories. So, für PSP habe ich das gehabt. Liberty City Stories? So, jetzt muss ich dorthin zu diesem roten Punkt. Und nämlich Flyer verteilen. Und ins Wasser verteilen. Ja, super. Bringt's mir ja voll. Ne? So, erstmal voll ins Wasser hier. Ja, jetzt kann ich die schön verteilen, ne? Hier ist der rote Checkpoint. Nur jetzt geht's weiter, Freunde. Ach, schaff ich das? Oh, man! Das war Skill. Hoch Millionen. Alter. Hätte jeder Idiot geschafft. Deine Oma aber nicht. Ach, scheiße, Alter. Das ist mies hier. So, jetzt gehe ich erstmal dorthin. Wo war denn das? Ah, hier ist der blaue. Hier ist der blaue Kreis. Alter, muss ich durch jetzt alle durchfahren? Ich glaube nicht durch alle. Das wäre viel zu mies. Oh, schön. Schön, da gehen wir weiter geradeaus. Alter. Ich kann nicht fliegen. Das ist meine pure Schwäche. Kannst du eigentlich fliegen? Ja, ist bei mir bei San Andreas oder so. Ist so. Ja, bei San Andreas war es bei mir auch so. Aber das ist echt mies fliegen. Irgendwie, ne? Ist immer so ungenau. Vor allem mit so einem Teil da. Okay. Andreas kann ich. Andreas bin ich ja, glaube ich, zurzeit. Okay, wer weiß, wann das Projekt der hier kommt. Ich weiß nicht, ob ich dann durch bin oder das dann immer noch macht, das Projekt. Aber bestimmt kommt. Nee, es kommt glaube ich, nach GTA 5, glaube ich, ungefähr. So, hier ist erstmal also schon der blaue Punkt. Den kann man ja perfekt erreichen, denke ich mal. So, oh. Skillig. Alter. Bis jetzt habe ich fast gar keine Fails in diesem LP gehabt. Ich bin dann nämlich schon im 8. Part zu weit, weil, keine Ahnung, ich habe halt sau viel Skill, weil das einer meiner Lieblings-GTAs ist. Sogar mein Lieblings-GTA. Ist mein Lieblings-GTA sogar. Weil es einfach Bombe ist. So, jetzt haben wir noch zwei Dinger und wir haben erst fast die Hälfte verbraucht. Ne, siehst du ja. Ich habe einfach nur sau viel Skill in dem Spiel.
Ach, dieses Radio, das macht mich noch kaputt. So. Das haut Alter, mich weg. Was ist das denn noch? Das ruckelt wohl. Was ruckelt denn? Also es flimmert so. Düm, düm, düm. Hä, ist es bei dir so? Ja. Bei mir nicht. Da schon. Wieder. Ah, schön. Ja, das ist so. Hier sind wir gleich wieder da. Sehr schön, das ist das Letzte. Kriegt man gleich hin, oder? So, jetzt müssen wir nur noch dorthin fliegen. Wenn ich jetzt verkacke, dann bumsig Cranky. Cranky Winkly. Sehr schön. Auf einmal, du hast alle perfekt, geschafft, kein Problem. Jetzt fliegt man noch zurück zur Filmstudio, zum Filmstudio wieder zurück. Aber das kriege ich locker hin. Ja, hier ist es gleich. Ich glaube, ich springe dann ab. Schön hier. So schön gedriftet hier. So, jetzt langsam landen. Ach, wie gut ich einfach nur skille. Ganz ehrlich. So, dann speichern wir mal, weil es echt die schwierigste Mission von diesem Spiel ist. Meiner Meinung nach. Alle so, meine Pferdchen noch stehen in ihren Stall. Stehen in ihren Stall. Gleich geht's ab zum Metzger, dann seid ihr richtig kahl. Gleich geht's ab zum Metzger, dann seid ihr richtig kahl. Ein Mann namens Martha. Martha. Okay, what's the problem now? After his close encounter with the Nympho Invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I want to do the scene with the vat of mashed potatoes, but then we... I don't give a crap about that! Just keep going, keep going. You mentioned something about some legal problem on the phone. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment industry. Okay, all right. Okay. Candy, okay, you know Shrub. Okay, you guys get up to anything kinky? Oh, yeah. Okay. Uh-huh. Oh, yeah. All right. Oh, yeah. Okay. All right. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah, Candy. Oh. Yeah. Totally got that. Was that part of the, or was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she'll lead you to their new love nest. You got a camera? Yeah, get him a camera. Okay, was soll ich da machen? Ja, was soll ich denn hier machen? Ah, hier. Was ist das denn jetzt? Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. Helikopter! Ah, ich soll einfach nur Stretch-Limo folgen. Okay, kurz geleckt. Warum auch immer. Also, ich muss jetzt mit dem Helikopter ihre Stretch-Limo verfolgen. Alter, die ist immer noch nicht drin. Wie unfair. Alter, komm, jetzt geh mal rein, du blöde Kuh. Guck, wie langsam die läuft, Alter. Ja, komm, renn, du Schlampe. Sehr schön. Weil die fährt gerne Nacht. Was? Hä? Was? Ich glaube, die fährt gerne nackt. Die ist doch nicht nackt, sie hat was an, mein Freund. Nicht wow, zwar nicht viel, aber etwas hat sie an. Wo wir einen Slip. Ah, oh yeah. So gefällt mir das auch. So sollte jede Frau, die geil aussieht, rumlaufen, ne? Ja, ist klar. Vor den Russinnen. Bist du ein Russinnen-Fan oder wie? Alter, Alter, wirklich Weiber aus Russland. Sogar die Älteren sehen noch geil aus. Alter, was denn da für Knacken? Guck mal, voll die behinderten Knacken hier. Guck mal, die fahren so wie ich halt. Ja, so wie du in San Andreas, ne? Ja. Boah, ein bisschen langweilig hier so rum zu fotografieren wie so ein Stalker hier. Was mache ich denn hier überhaupt? Da oben. Der Wilhelm Kram LP. Der Wilhelm Kram LP. Alter, die fahren über Rot, Alter. Was ist mit denen los? Warum wir darüber lachen, Alter? Schaut euch einfach Harvest Moon an. Dann wisst ihr Bescheid, warum wir darüber lachen. Ich weiß ja gar nicht mal, ob Harvest Moon da überhaupt kommt. Keine Ahnung. Ja, warum nimmst du es denn auf? Was dann? Harvest Moon. Du! Ne, ich meine überhaupt, wann es kommt. Ja, aber
wenn ihr euch kann ich ja jetzt fragt. Nicht sagen. Ja, schaut euch dann einfach Harvest Moon Part 41 an. Oder nee, war das... Nee, es war 40, ja, 40. Da war ich dabei, ey. Ja, la 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 la. Löwenzahn. Löwenzahn. Okay, schön. Boah, bewegt deine Hüften. Heidi Klum, Alter. Yeah. Auf geht's zum Planschen. Hey. So, jetzt muss ich nämlich da hochgehen. So. Okay, ich glaube, hier gibt es sogar ein paar Leute. Aber ich habe hier jetzt meine schöne Waffen-Collection. Aber ich glaube, hier müssten irgendwelche drin sein, die mich sogar abschießen. So, ich bin mal gespannt, ob da welche sind. Ich habe nämlich gar keinen Plan mehr. Ich darf sie dann schießen und die dann abhauen. Wer denn? Ja, da schon mal vor, da kommt keiner, du schießt und dann hauen alle ab. Nee, das die hauen nicht ab. So, Alter, wie weit muss ich denn noch hoch? Ganz hoch. Okay, anscheinend noch weiter hoch. Hier. Ah, hier. Und von hier aus müssen wir die nämlich fotografieren. So, wo ist das? Genau. Der will sich da umbringen. Schau dir das mal an. Schau dir den Mann mal an. Der will sich umbringen. Martha, someone's watching. How kinky. Oh, warte mal. Jetzt verfolgen die uns. Jetzt verfolgen die uns. So. Jetzt schießt auch jemand hier unten irgendwo. Okay, jetzt geht's alles richtig ab. 5 Sterne, Alter, wegen so ein schwules Foto. Ich glaube, hier unten sind welche Leute. Hier unten sind welche. Anzeige wegen Stalking. Alter, hier schießt so jemand, aber ich sehe ihn gerade gar nicht. Ah, hier. What the f... Alter! What the fuck? Voll overpowered. Richtig aber. Vor allem das Lustige ist, man bekommt ja am Anfang der Mission überhaupt kein... Ja, hier, schön. So. Am Anfang der Mission bekommt man überhaupt keine Waffen. Das ist das Unfairste überhaupt. Deswegen habe ich auch meistens ein Jeet aktiviert. So, let's go zur Mission. Ein Mann namens Martha. Ah, oh, scheiße. Die nächste Mission wird richtig Bombe. Ich mag die Mission, die nächste Mission. So, ich habe nicht mal eine Waffe. Das ist das Blödeste überhaupt von Kurdistan. Kloppt die. Du hast ja nur nicht mal eine Kamera. Doch, habe ich. So, habe ich jetzt eine Kamera noch? Ja, gut. Ich habe jetzt nämlich einen Jeet aktiviert. Ist mir zu blöd, Alter, ohne Waffe ausgerüstet zu sein. Tja, so mache ich es meistens, wenn ich sterbe in San Andreas. Dann mache ich auch Waffen-Cheat, nämlich und verballer die harten Waffen. Nur, dass ich eine Shotgun habe. Bei San Andreas zum Beispiel habe ich das überhaupt gar keine Jeets benutzt. Aber hier in Vice City ist es ein bisschen blöder hier, weil die Waffenläden nämlich nicht in der Nähe sind. Die sind komplett weit weg. Deswegen ist was anderes, ne? Ja, aber in San Andreas nämlich, weil dann habe ich meine Waffen nicht mehr. Und da habe ich keinen Bock. Aber Waffen-Jeets sind, denke ich, auch nicht so schlimm jetzt, sagen wir es mal so, ne? Man kann sie ja legal hier ja kaufen, ne? Aber der Weg ist halt zu blöd. Ist uns halt zu blöd. Und es langweilt wieder mal, dass wir den wieder verfolgen müssen, ne? Geh mal weiter runter oder so. Das ist eine Mission, die eigentlich ziemlich cool ist, ne? Weißt du? Beim ersten Mal spielen, aber wenn man sie mehrmals spielen muss, dann ist sie schon langweilig. Kann man auch ein bisschen das Fliegen mehr üben und so. Nee, das Fliegen kann ich einigermaßen mit diesem Helikopter da. Dieser Helikopter ist nicht schwer zu steuern, aber ich kann mit diesen Flugzeugen nicht umgehen. Mit Helikopter ist es kein Problem. Alter, was sind das für Kanacken hier? Hört mal auf, den zu rammen. What the fuck? Ja, jetzt geht er nicht mehr weit. Okay, doch. Reagier doch jetzt endlich, ey. Alter, ich könnte eigentlich gleich dorthin gehen, wo die eigentlich sowieso hingehen, ne? Aber ich muss sie ja verfolgen, ich glaube. Sonst ist die Mission ja verkackt. Und
Alter, was sind das für Kanacken hier, Alter? Das ist bestimmt noch unser. Was denn? Unser Krankenwagen. Siehst du das? Das kann ich kaufen, das da hinten. Cool. Kaufe ich dann gleich. Eine schöne Villa, ne? Oh. Habe ich auch im letzten Part bekommen, eine neue Villa. Und mit der haben wir schon sehr viel Asche gemacht. Asche! Asche! Immer dreht Rammstein. Rammstein. Ein Kind stirbt. So, bla bla bla, Languelisch. Löwenzahn. Hauptschule. Hauptschule. Dieser Typ, ey. Der ist doch geistig. Peter Lustig, ey. Mag keine Kinder. Doch, schon. So, dann geht man nach oben. Ah, da sind Bullen. Knall die mal ab, Alter. Alter, hören die nicht den Hubschrauber? Das ist ja voll behindert. Den hört man voll übertrieben laut. Kannst du das nicht überspringen? Nein. Na, 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 na. Kenny, möchtest du mich martern? Kannst mich auch martern. Oh, ich meine, Marte. Ich tue alles, was du willst. Oh. Aber die haben schon, die haben Kauf schon. Mir ein Eis. Wie kannst du nicht hoch aufs Gebäude, aufs Dach fliegen? Nein. Also ist jetzt auch nichts so Schlimmes jetzt gerade. Ne, das geht gar nicht. Du weißt doch, ich muss ja die ganzen Treppen da hoch. Dort gibt's ja doch, glaube ich auch, wie heißt es, kugelsichere Weste, oder? Hm? Gibt's dort auch kugelsichere Weste? Ja, wieso soll's nicht geben? Die ja, gibt's okay, seit GTA 3. Ja, woher denn? Ja, cheaten. Ja, ganz bestimmt, Alter. Ich bin kein Cheater. So, warte mal. Oh, hier. Hier. So. Scheiße. Martha, jemand sieht uns zu. Begib dich ins Filmstudio, Alter. So, jetzt haben wir jetzt meine Waffe. Und dir meine overpowerte Waffe halt. Wo sind die Leute überhaupt? Hier sind die, oder? Nee. Ich gehe jetzt ziemlich vorsichtig darunter. Nee, da ist immer noch keiner. Schieß die dann von einem Winkel ab, wo die dich nicht treffen können. Da unten. Scheiße, kann ich ja gar nicht. So, ich habe erstmal den ersten getötet. Gut. Sehr schön. So, da sind die nächsten. Was ist das für ein Kanacken-Status? Sehr schön. Jetzt kommt, yeah. Ich glaube, da ist noch ein paar. Hier sind noch ein paar. Alter, geile Waffen. So, jetzt gibt's glaube ich, nur noch normale Bullen. Komm, wir gehen mit dem Hubschrauber zurück. Schnell wie möglich. Schnell wie möglich, wir haben keine andere Möglichkeit. Komm, geh. Geh. Vielleicht gibt's Kopfschuss. Wie scheiße, der kommt, der kann nicht fliegen. Wie scheiße. Klau dir ein Auto, klau dir. So, ich tu mal den Stern weniger. Mach den Stern weniger. Mach den roten. So, jetzt nehme ich erstmal diesen Pizza-Boy da. Ich habe keine andere Wahl. Ich nehme ein Pizza-Auto. Ist mir so egal, Alter. Ja, ein Mann flüchtet mit einem Pizza. Mopeds. Polizei. So, ich kann, ich habe keine andere Möglichkeit. Also, no! Alter. Ja, die übertreiben, ne? Ja, nee, ist klar. Und gleich fliegst du vom Roller und bist tot. Oh, knapp. Alter! What the fuck, Alter? Was ist mit euch denn falsch? Das wird krass, bist du über. Oh, wow. Nee, wobei. Ich bin gleich da. Ja, genau. Aha, die kriegen mich nicht. Alter, what the fuck? Guck mal, die schmeißen alle. Schmeißen alle Nagelbänder. Ja, klar. Kanackenauto. Schießt einfach während des Fahrens. Nein! Oh mein Gott! Ja, genau! Ja! Nein! Was ein Hurensohn! Fick dich, du Wichser, Alter! So ein Kanacken-Wichser, Alter! Nö, jetzt cheate ich, ist mir scheißegal, hab keinen Bock mehr. Was sind das für Kanacken, Alter? Voll die Schwuchteln! Geh mir voll auf die Eier! Mir viel zu blöd hier langsam, ey. Kann man die Mission nicht wenigstens überspringen, Alter? Hab ich keinen Bock mehr auf so einen Scheiß. Hab ich geschafft eigentlich, also zähl ich's als geschafft. Ja, ist klar. Ach Gott, das ist so langweilig, Alter. Die ersten 5 Minuten sind voll totale langweilige Scheiße. Wem macht das schon Spaß?
Hier, Jeet. Jetzt reicht's mir, ich habe keinen Bock mehr. So. Ist mir viel zu blöd geworden, Alter. Machen können. Hä? Ne, hättest du von Anfang an machen können, da dem Panzer. Nur ich wollte ja eigentlich fair sein, aber das Spiel macht's überhaupt nicht fair, also ist mir zu blöd. Ah, wie geil. Eigentlich will ich ja nicht cheaten, aber es reicht mir. Das Spiel will einfach nur, dass ich cheate. Es gibt mir erstens keine Waffen. Schau, stell dir mal das vor, ohne Waffen. Ja, wie hast du das? Die sollten das ja normalerweise ohne Waffen machen. Ja, schon vor, ohne Fahrzeuge. Ey, doch, du hast dieses Hubschrauber da. Ja, toll. Aber du hast keine Waffe am Anfang. Das heißt, du darfst dich nicht wehren. Nein, du musst dir die ganzen Schüsse ergeben. Ah, wäre geil, wenn du von Hubschrauber aus schießen könntest, also. Ich glaube, der hat sogar... Nee, kann er nicht. Total Schrott. Ach Gott. Vor allem diese Mission ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Wenn man so sieht, ne? Mhm. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Solche Missionen sind überhaupt nicht schwer. Aber das ist halt immer so eine miese Scheiße, wenn diese ganzen Wichser hier kommen und dann nicht abschießen. Ganzen Bullen, Alter, die Bullenschweine, die nerven halt. Da steht immer noch unser Krankenwagen, geil. Vor allem, ich hätte es ja nicht geschafft. Aber das der Helikopter ging ja nicht, dieser Hurensohn. Also deswegen parke ich den irgendwo, wo... Ja, guck mal, der Limousine kann überhaupt nicht fahren, Alter. Schau dir mal diesen Müll an. Was sind das für Kanacken, Alter? So, würdest jetzt aussteigen und dann einfach den Typ schlagen, so wie ich in San Andreas. Ich kloppe einfach gegen eine Limousine, bis der Fahrer aussteigt. Hat da meistens einen Golfschläger oder sowas bei, dann schlag ich den mit einem Superschlag. Na dann, komm jetzt. Kam das Spiel vor San Andreas oder nach? Dir ist schon klar, dass Vice City nach den Dreier kam. Das ist einer der ersten GTAs, die richtig sind. Das ist das zweite richtige GTA. Und das beste und das erste richtige GTA. Also GTA 3 war eher... ganz okay, aber nichts Besonderes für mich. GTA 2 war ja für PS1, ne? Ja, es war aber 2D. Ja. Alter, das habe ich auch früher so gesuchtet irgendwie. Keine Ahnung, ja, so. GTA 2, GTA 1. Bei GTA 2 war das Geile, du konntest da rumlaufen, ich habe die Leute immer angefurzt und gerülpst. Hey. Ja, bist du ernst? Habe ich immer gemacht. So. Bis ich auch alles begriffen habe, was der da macht und so, ne, habe ich immer Lachkrieg gekriegt. Du brauchst drei gute. So, jetzt guter Platz. Das ist der beste Platz, den es gibt. Ja, toll. So, ich muss ja mit dem wieder zurückfliegen, sonst habe ich ja verloren. Da bin ich mir 100% sicher, dass ich es sonst nicht packe. Ja, doch, du hattest es gut gepackt. Aber dann, kam der Wichser, ja, und deswegen. Versuch dir ein Fahrzeug zu nehmen. Ein anderes, ein Auto oder so, nämlich weil dann überfährst du nicht. Nee, ich nehme jetzt Helikopter. Ja, du kannst doch nicht fliegen. Konntest du doch auch nicht. Ich kann Helikopter fliegen. Gerade konntest du es nicht. Es ging nicht, weil das auf dem Baum gehettert ist. So. Was so lustig daran. Schau dir das doch mal an, Alter. Das ist ein Mann, du Schwuchtel. Ja, toll, ein Mann. Ja, schau's dir mal an. Okay, mit der Strumpfhose. Ach du Scheiße, wie sehe ich jetzt erst? So. Da irgendwo ist noch, sind Typen, ne? Irgendwo hier. Ne, hier noch nicht. Ne, jetzt. Ne, jetzt. Ne, immer noch nicht. Jetzt. Jetzt. Die kommen aber dann so plötzlich. Alter, die ziehen einfach mal sau viel Leben ab. Sind halt overpowered Waffen. Ne, wobei, die sind ja nicht mal so übertrieben gut, ne? Nein! Kanacke! So, jetzt! Jetzt müssen wir mit dem Ding flüchten. Mit dem Helikopter. Genau, es ist jetzt hoffentlich nicht gehaddert. Ja, sehr schön. Verpiss dich! Missgeburt! Jo, ist klar! Nein! Hau ab! Jetzt muss ich wieder mit dem Pizza-Boy. Ich hab kein Auto, ich hab kein Auto. Du wirst auch keins finden. Ich knall die einfach ab, Alter, und geh da hin. Du wirst kein Auto finden. Glaub mir, du musst da schnell hin. Weil wenn du jetzt locker... Ja!
Schnapp dir den Auto, schnapp dir das Auto. Ja, das will ich jetzt, nimm ich jetzt. Nimm, geh, geh. Schnapp es dir. Scheiß auf die Polizei. Wobei, das ist sogar ziemlich schnell. Fahr jetzt. Alter. Lass mich doch in Ruhe. Alter, wie hätte ich gerade von... Alter, wie hätte ich gerade... Nein, wo bist du? Alter, wie hätte ich gerade runtergekickt hat da von dem Roller. Alter, was... Guck mal, die Nerven vor Übelste. So weit klatsche ich den weg, wenn ich Superschlag an habe. Ja! Sehr schön. Wie geil. Den klatsche ich den dann noch so. Alter, guck mal. Lass mich doch einfach in Ruhe. Alter, so sollte mal die Polizei reagieren in San Andreas. Guck mal, die übertreiben voll, ne? Ja, hallo, das sollten die sich mal für den nächsten Stelle erstmal abgucken. Ja, guck mal. So, und jetzt... Ja! Jetzt überfährst du die Wichser, die dann da auf dich ballern. Ja, 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 ja. Renn, 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 renn. Nein, es explodiert, du Vollidiot. So, jetzt abhauen. Jetzt einfach nur rennen. Mir scheißig. Oh, hau ab. Nein, hau ab. Hau ab. Komm. Die töten dich jetzt ab. Nein, geschafft. Und auf einmal Steine weg. Keiner schießt mehr auf dich. Keiner schießt mehr auf dich. Alter, jetzt speichern sofort, Alter. So, jetzt die nächste Mission wird richtig Bombe. Ich liebe diese nächste Mission. Die wird dir, glaube ich, auch gefallen. Ach, noch eine. Ah, da ist ein verstecktes Päckchen. Cool. Interessiert mich aber nicht. Was ist da beim versteckten Päckchen? Wie sieht das aus? Ja, da oben war es. So heiße Lightshow. Sorry, but I just can't swallow this right now. Come on, darling. He's hung like a sperm whale, for pity's sake. How can you not feel the part? But Stevie... How's my star director? Oh, man, the struggle between the artistic integrity and the humping, pumping action continues unabated. And before you ask, yes, all four videos will be released by their... Honey, can you please keep the Andacon in the shot? He costs more per hour than you do. Oh, sorry, Steve. I was thinking we need some kind of big stunt to really promote the launch. Something that will make a real impact on this city. You got any ideas? Well, in the old days, they used to have gala events, stars, limos, the night sky crisscrossed with searchlights. Searchlights. I got an idea. Yeah, yeah. Oh, little sequin numbers and the limos. Premieres. Oh, yes, ma'am. Of course, ma'am. And the press and the barrage of lights. So, jetzt wird's geil. Dicht nach Downtown und reiche einen Scheinwerfer. Brauchst ein schnelles Bike. Okay. Du siehst gerade, wie wir es jetzt alles machen müssen. Alter, du musst da jetzt mit dem Moped in einen Lift? Nicht nur das, du wirst gleich sehen, es wird nur mit diesem Motorbike alles ablaufen. Und zwar werden wir ziemlich viele Stunts machen. Kriegst du auch dafür Geld für die Stunts? Ich bekomme ja für die Mission ja ein Geld. Aber auch wenn du Stunts machst, ne? Ist ja auch Geld. Ja, aber so. Bestimmte Stunts nur. Also Monster-Stunts halt, aber ich weiß jetzt nicht, ob da eins dabei ist, also dass wir da machen. Ich habe keine Ahnung. Irrsinn-Stunts gibt nämlich auch, glaube ich. Ja, also hier müssen wir jetzt durch. Hier. Genau. Dann da hoch. Diese Treppe führt zu einem tiefer gelegenen Büro. Und dann müssen wir hier nach oben, Freunde. Und dann hier durch. Das fahre ich sogar. Ich bin immer offscreen. Hier bin ich immer genau denselben Ort immer hingegangen. Weil wir können jetzt in den Lift. Das wird jetzt gleich lustig. Wie geil. Du fährst ja jetzt mit dem Moped rein. Ja. Wie geil! Wir haben so Schiss. Und tschüss. Das ist die beste Thing. Sagen die ganze Zeit so. Und jetzt wird's geil. Jetzt bauen wir ziemlich viel. Ziemlich viel Anlauf. So, damit du Bescheid weißt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich dahin gehen. Durch das Fenster brechen und dann da drüber. Alter. Und so wird es immer weitergehen. Und so geht die Mission ganze Zeit weiter. Die ganze Zeit. Okay. Alter. Nein! Scheiße! Ah, scheiße. Aber wir haben sie noch nicht verkackt, weil wir das Motorbike noch haben. Wir können immer wieder zurückgehen.
Das ist kein Problem. Solange du das auswendig weißt, ist es kein Problem. Ich konnte das mal vor ein paar Tagen noch. Also vor ein paar Wochen, also vor ein paar Jahren. Da habe ich es immer gerne gestuntet. Was? Wenn du da die Kapseln schluckst, bist du voll auf Drogen, ne? Jo. Habe ich schon gezeigt den Leuten. Ich glaube, vierten Part genau, oder so. Was passiert, wenn du dann zu dicht bist? Was? Was passiert, wenn du so dicht bist? Ja, alles läuft in halbe Zeit ab. Oh, so, nee. Siehst du, jetzt kommen wir wieder da drauf. Ja, kannst du das nicht überspringen? Nö. Wie blöd ist das denn? Wieso kann ich das nicht überspringen? Kann ich nicht überspringen, toll. Was macht der Typ denn da? Der macht mir ein bisschen Angst. Och, wie geil ist der Typ denn bitte? Also echt, Schatz. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir da zurück. Genau, jetzt nehmen wir wieder Anlauf und gehen da rüber. Zum Glück kenne ich das ja auswendig. So, jetzt müssen wir gleich Pause machen. Also wir müssen erstmal gleich ein bisschen runterdrücken. Weil da kommen wir nämlich auch so hoch. Genau, das habe ich nämlich vollkommen vergessen. So, das ist auch nicht schwer. Da kommen wir auch locker hin. Juhui! So, jetzt müssen wir ein bisschen anders fahren. Und zwar hier so außen rum. Das ist echt geil gemacht eigentlich, ne? So, was... So, jetzt brauchen wir ziemlich viel Anlauf. Oh, so, komm, jetzt komm, schaffst du. Ja, locker. Natürlich. Yeah. So, dann hoch. Alter, ja. Monster ist dann gut. Das ist echt geil gemacht, ne? Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf. Stell dir mal vor, das Mob fliegt so runter. Kann es ja gar nicht. Hier ist ja ein Zaun. Yeah. So, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Anlauf. Sehr schön. Wir brauchen ja nicht so einen übertriebenen Anlauf, aber ich glaube, jetzt kriegt man einen Checkpoint. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Gleich erst. Also es gibt hier auch ein paar Checkpoints, glaube ich, waren da hier. Ui. Was, das ist gleich kaputt? Das kann gleich kaputt gehen, Bro. Scheiße. Das darf nicht kaputt gehen. So, jetzt kriegt man einen Checkpoint. Genau, jetzt siehst du einen Checkpoint, ne? So, jetzt ist aber das vollkommen kaputt. Ja, das ist vollkommen kaputt. Das geht gleich kaputt. Glaubt mir, das geht gleich kaputt. Kannst du ein anderes nehmen? Vielleicht geht das ja. Das wäre cool. So. Ui, Alter. Okay, es ist noch nicht kaputt, also es ist noch nicht so schlimm. Mach doch den Heilungs-Cheat. Ich mach doch keine Cheats, Alter. Es brennt! Oh, heilige Kanone! Mein Herz! Da-da-dum. Ich glaube, du hast verkackt. Nö. Ja. Ich darf eine neue nehmen. Aber woher soll ich das Neues bekommen? Das ist die Frage. Ach, fahr einfach mit dem Auto. Aber ich habe hier zum Glück einen Checkpoint, hast du ja gesehen, ne? Wir dürfen nicht mit Auto, nicht auf wir müssen. Zeit? Nope. Hä, das stimmt doch, du hast 7.00 Zeit. Wo steht das denn? Stand so. Ach so, du hast bis 7 Uhr Zeit. Wo denn? Stand mal da am Anfang. Ja, wo krieg ich denn jetzt ein Bike her? Nick stole my bike. Nee, das nicht. Wir müssen ja jetzt genau dasselbe Bike holen. Das ist, glaube ich, aber schneller. Alter, nee, das eine war nicht so schnell. Das schnellste war, was wir gerade gehabt haben. Das war wirklich das schnellste. Komm, wir haben bis 7 Uhr Zeit, meinst du? Ja, kann sein, keine Ahnung. Okay. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich mach... Ja, hier. Hier ist ein Wichser. Was ist das für Kanacke? Komm her, du Kanacke. Ja, den kriegst du nicht mehr. Doch. Scheiße, den habe ich nicht mehr gekriegt. Ja, siehst du, sag ich doch. Voll die Wichser. Boah, du bist so ein Kanacke. So, jetzt komm her. Kleiner Wichser, Alter. Was sind das für Kanacken hier überhaupt? Nächstes Mal nehme ich jetzt gleich eine Waffe auf den Wichser. Raus, genau.
Was sagst du dazu, dass das so läuft? Behindert ist so, hier war irgendwo ein Motorrad, glaub hier drin. Da war immer ein Motorrad drin. Ja, genau. Sehr schön. So, dann nimm mal das und gehen so schnell wie möglich dorthin. Leck nicht. Fick dich, geh weiter. So. Ist doch richtig schnell, oder nicht? Oh ja, yeah. Der Furz war geil. Furz, 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 Furz. Nein! Was macht denn das Auto? Wir haben nur noch 7 Minuten Zeit. Das ist blöd. Ne, wobei, es wird nicht knapp sein. So. Jetzt kommen wir da nach oben, ne? Nö, du hast ja gesagt 8 Stunden. Was? 8 Stunden. Ja, gesagt. Ich hab 7 Minuten gesagt. Ne, 7 Uhr. Was laberst du für einen Müll? Ich hab gesagt bis 7 Uhr. Ja, noch 7 Minuten. Okay. So, jetzt aber. Oh. Jetzt müsste es klappen, weil wir haben es eigentlich schon geschafft gehabt, fast. Nigga, Story. Hier, siehst du? Siehst du? Hier ist das scheiß Motorrad einfach kaputt gegangen. Was für ein Scheiß. Ja, siehst du doch, der ist immer noch da. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Anlauf. So, jetzt glaube ich, haben wir es gleich geschafft. Ich glaube, ja, jetzt muss es gleich gewesen sein. Ich glaube, jetzt kommt der letzte Stunt. Glaube ich zumindest. Schon kommt jetzt so ein Hammer-Stunt. Nee, ist nicht der letzte, okay. So, jetzt kommt der. Wir müssen sau viel Anlauf nehmen und dann hier drauf. Aber das ist echt eine geile Mission, ne? Musst du zugeben. Das kann man auch offscreen immer durchfahren. So, ich bin runtergefallen, ey. Das ist echt geil. So, jetzt müssen wir nur noch diesen Scheinwerfer anmachen. Und dann haben wir es geschafft. Echt geile Mission, oder? Solche Mission ist echt einzigartig in einem GTA, ne? Hallo? Yo. Socks. Titten. So, wir haben Filmstudio-Mission erfüllt. Inter Global Films generieren um bis zu 7.000 Einkünfte. Oh, das geht regelmäßig ab. Und dafür bekommen wir auch noch 8.000. So, damit hätten wir dieses Hauptimmobilie abgeschlossen. Und können dann weitermachen mit den normalen Missionen, denke ich mal. Haben auf jeden Fall... Meinst du, ich überlebe? Kanacken an die Macht! Box dich. Och, muss mich jemand anrufen. Paolo here, True Pastor Amigo. What do you want, Paul? I don't want any fake label clothes. Very funny, mate, but you know I don't touch bent gear. No, I was just calling to see if I could get a part in one of your movies. Back in England, I did a lot of blue stuff, mate. I'm packing more heat than you, my son. Paul, thanks for the offer. I'll bear that in mind. Seriously, don't forget about me after all I've done for you. That's what I'm trying to forget about. Solche Knacken habe ich keinen Bock mehr auf solche Knacken. Gehen wir voll auf die Eier. So. So. Dann gehen wir mal speichern, würde ich jetzt mal sagen, ne? Und dann war's das auch für diesen. Und dann war's das für diesen Part, Freunde. Und wir gehen das mal speichern frei. Nach Wilhelm Kram, LP. Und ja. Let's go. Da ist sogar eine Waffe da unten. Könnte man eigentlich jederzeit holen, aber null Bock. Auf jeden Fall, ein Mann namens Smart haben wir geschafft. Und heiße Lightshow, die war echt geil. Und wir sehen uns im nächsten Part hier weiter. Erstmal schieße ich von hier oben einen Nigger ab. Da muss er hin. Ja, da ist ein Polizist. Ciao, Freunde. Ciao. Was, weißt du was? Okay. So. Ich will noch ein bisschen rumbasteln hier. Sehr schön. Oh yeah. Ach ja.
Alter, was für ein Kanacke, der überfährt mich einfach. Naja, das war's mit diesem Part. Also haut rein. Aber diesmal wirklich. Ciao! Tschüss! Ciao! Jetzt im Ernst, Alter, aber pisst euch mal. Ja, der stirbt gleich. Ich töte mich jetzt selber mit einer Granate. Also, ja, der wirft einfach weg. So. Ciao!